Jetzt zeige ich euch nochmal die Ergebnisse. Wie kriegt man Flecken von Tee und Kaffeeflecken und so Beläge weg? Da hat man ja früher mal getestet, hier Gebissreiniger. Gebissreiniger von Omas Gebissreiniger. Oder wir nehmen hier, das ist nicht der richtige Trick ist oder ein guter Trick ist, wenn man solche ganz normale Spültabs nimmt. Hier haben wir so eine ganz normale Kaffeekanne, die Thermosfunktion. In Energiesparzeiten, Thermosfunktion kann ich euch nur empfehlen. Also Kaffee mit so einem Ding braucht man nicht als nicht immer die offene Tasse, so ein Ding. Thermosfunktion gab es früher mal vor 20 Jahren zum Kaufen. Vielleicht wird es mal wieder in. Auf jeden Fall habe ich hier diese so eine Tablette schon einwirken lassen. Neuerdings und ich leere das jetzt mal darüber. Man sieht da diesen Belag, wie er weggeht. Er schäumt ja auch noch, ne? Da gehört ja nicht viel weg. Und so sieht es aus, wenn das hier rausgeht. Dann kann man normalerweise mechanisch das entfernen. Gucken wir mal. Dann machen wir hier das mechanisch noch mal raus. Das heißt, wir nehmen einen Schwamm und gucken nach, wie sich das dann auflösen wird. Mechanisch ist eigentlich immer die beste Version. Aber man sieht, selbst mit dem normalen, das ist jetzt der blaue Schwamm, also ohne, nicht der gelbe Schwamm mit der quasi Sand mit drin hat, sondern hier mechanisch. Und wir gucken das da rein. Hier reingucken, da sieht man, ein bisschen hilft's, ja. Und jetzt machen wir die gleiche Soße nochmal. Wir nehmen so ein Tab, ein Spülmaschinentab. Standard gut und günstig. Das leeren wir auch hier rein. Und da tun wir auch dann hier diesen Teedeckel damit rein. Gleich ein warmes Wasser nehmen. Wir haben es ja. Ja, blubbert vielleicht schon ein bisschen. So, und dazu tun wir auch noch diesen richtig verkrustete Teil hier mit rein. So, und das lassen wir jetzt wirken. Das Ergebnis zeige ich euch morgen. Hi ho, das ist jetzt der nächste Tag und wir haben jetzt wir gucken jetzt das Ergebnis an von unserem Geschirrspüler. Im Geschirrspültabs in mein zum Tee sauber machen. Achtung! Dann haben wir mal das Deckel raus. Das war ja wohl nicht ganz sauber drin. Irgendwas hat hier nicht gestimmt. Also, Fazit: Mein nächstes Mal sollte man das doch ganz reinstecken. Schade, falsch gemacht. So sieht es aus, wenn sauber, wenn es unter Wasser war, so nicht. Machen wir nächstes Mal richtig. Jetzt leeren wir mal das Zeug in die andere Thermoskanne. Oh, guck mal. So sieht es einfach aus, wenn dieser Spüler drin war. Gucken, ob man den Rest, den kriegt man das so weg, wenn das dann angerieben ist. Das ist einfach eine schöne Sache. Und wenn man es jetzt so gemacht hat, dann schmeckt dann nachher auch der Tee wieder. Ich habe ja schon Tasse erlebt, also die sieht ja schrecklich aus. Ich habe ja schon Tasse erlebt, Teetasse, da einen so ein ITler, sind ja immer solche Leute, ja, also, die in allem sparen. Da ist wirklich das Tein an der Tasse geklebt, hätte man schon einmal diesen Trick anwenden können. Ja. Daher, hier, sieht aus wie nigelnagelneu. Und dann, weil da wir jetzt ja in der Energiekrise sind, ein kleiner Tipp für alle Barista-Fans. So sieht eine Thermoskanne aus. Diese Drücker, die ist die hier, oh, guck mal, da haben wir es ja. Die hier. Bodum, ja, Bodum schwören, die alle Frauen schwören auf Bodum, die sind damals eingeführt worden von IKEA. Und das ist der absolute Bringer.
für Leute, die einen Kaffee trinken, ja, so morgens und dann eine Stunde lang dran sitzt, bleibt, da bleibt nicht eine Stunde, 2 Stunden lang bleibt dieser olle Kaffee warm, okay? Und das hat man eigentlich diesen ganzen Kaffeesabber dran. Also, lange Rede, kurzer Sinn, gewonnen hat, das gespült hat versus den Gebissreiniger, den man von der Oma geklaut hat.